Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Home-Trainingsprogramm des Gesundheitspark Trier, Verein für Herzsport und Bewegungstherapie. Unsere Übungsleiterin Yvonne Warschburger, Heidi Schneider, Bianca Brachmann und unser Übungsleiter Kalle Becker möchten Ihnen ein Programm für zu Hause anbieten, wo Sie Ihr Herz- und Kreislaufsystem und Ihr Immunsystem vor allem trainieren können. Bleiben Sie aktiv! Versuchen Sie das Ganze zu Hause an der frischen Luft, auf dem Balkon, auf der Terrasse oder sogar im Wald umzusetzen, um so tatsächlich aktiv etwas gegen die Krise zu tun. Wir wünschen viel Spaß und bleiben Sie aktiv und vor allem gesund. Hallo, ich bin Yvonne und ich mache das Aufwärmen mit euch. Dazu braucht ihr ein Kissen und eine Tasche, einen Stoffbeutel oder eine Mülltüte, geht auch. Das Kissen da reinschieben. Ein Knoten rum und los geht's. Achtet darauf, dass ihr genug Abstand habt zu allen Lampen und Blumenvasen. Und los geht's. Mit den Armen kreisen und in den Knien mitfedern. Und dann die Hand wechseln, mit dem anderen Arm kreisen. Und nochmal wechseln. Und wechseln. Und noch jeden Kreis wechseln. Jawohl, ein bisschen lockern und dann vor dem Körper achterkreisen mit dem einen Arm und mit dem anderen Arm. Und nach jedem Kreisen wieder wechseln. Gut, nochmal lockern. Das Kissen jetzt über den Kopf schwingen wie ein Lasso. Und los geht's. Und die Arme wieder wechseln. Und wieder lockern. Jetzt auf der Stelle laufen. Das Kissen vor den Körper nehmen und vor Körper kreisen mit dem Kissen. Und mal ein paar Schritte vorlaufen. Und zurücklaufen. Vor, zurück, vor, zurück. Und seitlich Kissen nach rechts, nach links schwingen. Und wieder lockern. Jetzt nehmt ihr das Kissen nach vorne und zieht die Knie schräg hoch. Und ein bisschen schneller werden. Und wieder lockern. Hier nochmal anheben, das Kissen unter den Beinen durchwechseln. Jetzt nehmt ihr, hoppla, jetzt aufgelöst, die Griffe, stellt euch schulterbreit hin, die Arme nach vorne, runter gehen und nach oben ziehen und wieder runter, nach oben ziehen, ohne die Lampe zu treffen. Wieder lockern. Ihr geht jetzt in den Schulterblatt in den breiteren Stand, die Grätsche, nehmt das Kissen vor die Brust, beugt die Beine und dreht den Oberkörper zur Seite. Immer schön über das Kissen drüber gucken. Und in der Mitte wieder halten. Nach oben strecken und den Oberkörper zur Seite neigen. Zur anderen Seite rüber. Bauch, Po anspannen, nicht ins Rückkreuz gehen dabei. Und wieder lockern. Beine breiter krätschen, hoppla, ohne umzufallen. Und das Kissen in der Acht um die Beine kreisen lassen. Nicht zu tief runtergehen im Oberkörper.
und wieder lockern. Schulterbreit nochmal hinstellen und mit dem Kissen über den Arm und den Kopf rüberziehen und wechseln. Und wechseln. Wechseln. Und dann mit beiden Armen nach oben mit dem Kissen und hoch auf die Zehenspitzen. Bauchposen angespannt. Schön die Fersen heben, senken. Und das gleiche mit den Armen in der Vorhalte. Und wieder auf der Stelle lostraben. Jetzt nehmt ihr das Kissen nach hinten und versucht mal die Fersen hoch anzuziehen. Und das Kissen wieder nach vorne und hochziehen. Und dann noch schräg. Und lockern. Hallo, ich bin die Heidi. Ich möchte mit euch ein Bewegungsprogramm von den Schultern bis zu den Füßen am Stuhl machen. Stuhl hat jeder zu Hause. Achtet darauf, dass ihr einen festen Untergrund habt, dass der Stuhl nicht wackelt. Die Füße stehen unterhalb der Knie. Aufrecht sitzen. Rumpfmuskulatur anspannen. Also ganz aktiv sitzen, nicht durchhängen wie im Sessel. Machen wir auch, aber jetzt nicht ganz aufrecht sitzen. Einfach auf der Stelle marschieren und die Arme dazu mit einsetzen. Immer gegengleich, kräftig in den Boden drücken. Und schön marschieren, marschieren. Und etwas schneller werden, kleinere Schritte machen. Und schon ist die erste Hürde geschafft. Das rechte Bein nach vorne ausstrecken, wieder vorschieben, die Ferse rausschieben, in den Raum schieben. Immer hier Spannung halten. Zieh und zieh. Zieh. Kräftig in den Raum schieben. Umgekehrt, Knie zum Körper ziehen, immer den Oberkörper aufrecht halten, sie nicht vorgehen, das Knie geht hoch. Hochziehen, hochziehen. Jetzt im Wechsel, einmal rechts, links, dann beide. Hoch, hoch und beide. Ganz leicht nur am Stuhlrand abstützen. Wer will, kann auch ganz frei arbeiten. Hochziehen. Hoch. Hoch. Und ran. Und eine Serie. Prima. Die Füße wieder richtig abstellen. Im Wechsel dann die Fußspitzen heben, dann die Fersen hoch. Fußgelenke durchbewegen, das ist ganz wichtig, wenn man etwas vernachlässigt. Gegeneinander für die Koordination. Einmal so schnell wie möglich. Den Fuß nach außen setzen, wieder ran. Außen setzen, dann für die Beweglichkeit der Hüfte. Immer hier schön aufrecht bleiben. Mit dem rechten Bein kreisen, weit ausholen. In die andere Richtung.
große Kreise machen und den anderen Bein über den Oberkörper aufrecht halten. Wieder Richtungswechsel. Den Fuß wieder abstellen. Beide Hände an die Schultern legen, den Oberkörper nach rechts drehen, so weit wie möglich, ganz normal weiter atmen, tief ausatmen, zur anderen Seite wechseln. Und noch einmal wechseln. Zur anderen Seite. Zur Mitte kommen, die Oberarme am Körper halten, Unterarme im rechten Winkel dazu, die Unterarme gegeneinander bewegen. Schnellwechsel, ideal für die Tiefmuskulatur im Rücken. 20 Sekunden lang durchhalten. Und die Arme ganz locker lassen am Körper, mal nach links und nach rechts neigen. Ziehen. Die Sitzhänder bleiben aber fest auf der Unterlage. Noch etwas für die Beinmuskulatur. Füße richtig hinstellen. So aufstehen. Den Oberkörper in die Vorneigung bringen. Hoch und wieder zurück. Und hoch und ab. Immer darauf achten, dass der Stuhl noch da ist. Wer will, kann schneller machen, jeder so wie er kann. Auch einen Schritt stellen, mal probieren. Hochziehen, zurück. Hoch und zurück. Und andere Schrittstellung. So oft und so lange, wie jeder will und kann. Und die Beine ausschütteln, den Stuhl querstellen. Wir nehmen die Stuhllehne. Das Hilfsmittel, ganz locker den äußeren Bein vor und zurück schwingen. Oberkörper gerade halten, nur aus der Hüfte heraus schwingen. Wer will, kann das auch natürlich ohne Stütz machen. Und von der anderen Seite genauso. Aufrecht bleiben. Oder so. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bleibt in Bewegung und bleibt gesund. Okay, hallo, ich bin der Kalle. Wir machen heute etwas Kräftigung. Das heißt Kräftigung, dazu nehmen wir einen Stab, können zu Hause auch einen Besenstiel nehmen, halten den in Schulterhöhe etwa vor uns, ziehen ihn auseinander, so fest wie es geht. Und damit das nicht so einwandert, gehen wir langsam runter und ruhen uns dabei aus. Wir schauen über den Stab, stehen gerade und ziehen feste weiter. Wir bleiben so 10 bis 15, 20 Sekunden, kommen langsam wieder hoch, schieben den Stab zusammen und machen das Gleiche. Dann kommen wir wieder nach oben, nehmen den Stab über die Stirn, gehen nach unten, eng am Körper runter, gehen mit dem Po runter, schaumen den Oberkörper so weit wie möglich nach oben und gehen wieder hoch. Das machen wir dann wieder 10 Mal. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir wieder nach vorne. Damit das Ganze geht, gehen wir leicht in die Hocke, beugen uns nach vorne, ziehen den Stab immer noch auseinander und ziehen den langsam vor dem Kopf nach links. Mit der linken Hand nach unten, mit der anderen ziehen wir den Stab nach oben. Beugen uns so weit rüber, wie es geht. Achten darauf, dass wir nicht im Hohlkreuz gehen, sondern schön vorne bleiben und kommen wieder zurück. Das Gleiche natürlich zur anderen Seite.
Und dann kommen wir wieder hoch und lassen fallen. Wir gehen dann runter, damit wir noch etwas anders machen. Legen wir den Stab zur Seite. Dann nehmen wir ein Gummiband oder ein Theraband. Nehmen das in die Füße. Setzen uns gerade hin, dürfen uns mit den Händen am Stuhl festhalten, schieben die Füße und die Knie so weit auseinander, wie es geht und halten das 10 Sekunden fest. Kommen langsam zurück, das können wir 5-mal machen, auseinander, 5 Sekunden feste halten und zurück. Wenn wir das haben, gehen wir mit dem einen Fuß auf das Band, schieben den anderen hoch und ziehen es hoch. Halten wieder, gehen langsam zurück und schieben wieder hoch. Und wie immer wechseln wir. Hochhalten und gehen wieder hoch. Und da das ein wunderschönes Band ist, nehmen wir es wieder raus. Nimm es um die Hände, gehen nach vorne, ziehen auseinander, halten fest. Wir stellen uns dabei, dann nehmen wir sie übereinander, ziehen, halten mit der linken, wenn sie unten ist, fest, mit der rechten ziehen wir nach oben. 15 Sekunden halten, langsam wieder zurück, 10 Mal, dann wechseln wir, rechte nach unten, linke nach oben ziehen, und halten und langsam wieder zurück und hin. Dann gehen wir nach vorne, bringen uns hin, ziehen es seitwärts auseinander und halten. Und halten und lächeln dabei. Und halten fest und kommen langsam wieder zurück und gehen wieder los. Wir gehen nach oben. Beugen uns leicht nach vorne, die Hände leicht, wenn es geht, hinter den Kopf, ziehen nach hinten. Ziehen hinten auseinander, bleiben vorne stehen, Kopf gerade und halten. Langsam wieder zurück, wie immer 10 Einheiten, à 15 Sekunden. Das gleiche geht von hinten, wir beugen uns nach vorne, gehen mit den Händen hoch, Oberkörper bleibt gerade. Und ziehen hinten auseinander. Und dann können wir so hoch gehen, wie wir können, aber auseinander ziehen. Und kommen wieder locker zurück. Kommen nach vorne. Das ganze Spiel ist wunderschön. Ausreden, ich habe kein Band, ich habe kein Theraband, gibt es nicht, weil ihr könnt auch einen breiten Gürtel nehmen. Der sieht dann so aus, den kann ich um die Beine machen. Mach ihn rein. Das tut mir weh, gibt es auch nicht. Ich nehme ein Küchentuch, lege es um die Beine rum, spann dann den Gürtel, die Schnalle vorne, damit sie nicht wehtut, halten und dann kann ich das gleiche machen, auseinanderziehen und halten. Ich kann nach vorne ziehen, ich kann nach rechts ziehen und halten. Das Schöne daran ist, der Gürtel muss immer gespannt sein, sonst fällt er runter und dann fängt man von vorne an. Das gleiche geht natürlich auch oben. Mit den Händen brauche ich wahrscheinlich das Küchentuch nicht. Ich kann nach vorne gehen, kann auch hier das Gleiche machen. Wichtig ist, dass es ein relativ breiter Gürtel ist. Und festhalten. Und dann kann ich die gleichen Übungen machen wie mit dem Gummi. Nur es ist keine Dehnung drin. Und dann gehen wir nach vorne, da oben hin. Und hin. Ich kann auch runter gehen und hoch und locker abmachen. Okay, Dankeschön. Schwitsch, lächeln Sie dabei, machen Sie das am Tag 3 bis 4 Mal und es geht Ihnen gut. Dankeschön.
Hallo, ich bin Bianca. Wir machen heute etwas für die Koordination. Ihr braucht dafür nur ein paar Wasserflaschen, die ihr in einer Linie aufstellt und dann geht es los. Ich stelle mich vor meine Wasserflaschenreihe hier auf der Stelle und versuche über die Wasserflaschen rüber zu gehen. Dabei ziehe ich das Knie hoch, schnelle kleine Schritte zwischen den Flaschen, wieder hochziehen, schnelle kleine Schritte zwischen den Flaschen und das Ganze bis zum Ende. Dann umdrehen und zurück. Immer schön das Knie hochziehen, die Füße abholen, Arme schön mitschwingen, Bauch und Po anspannen und auslaufen. Natürlich kann man das Ganze auch seitlich machen. Wieder auf der Stelle gehen, Knie hochziehen, schnelle kleine Schritte dazwischen und immer schön die Füße abholen. Nicht im Hohlkreuz ranken, ganz wichtig, dass ihr hier stabil bleibt. Und das Ganze so etwa 10, 15 Mal. Gut, auslockern. Dann machen wir noch ein bisschen was fürs Gleichgewicht. In jeden zwei unserer Wasserflaschen stellen Sie vor uns hin. Versuchen uns auf einem Bein auszubalancieren und schwingen eine 8 um die Wasserflaschen rum. 10 Mal und dann das Ganze mit dem anderen Bein. Wer Gleichgewichtsprobleme hat, kann sich dabei ein wenig an einer Wand festhalten. Geht natürlich auch. Und immer schön wechseln. Und wieder die andere Seite. Und auslockern. Dann kann man auch etwas noch mit ein paar Socken machen. Ich schwinge mein Bein vor und zurück, ganz langsam, und gebe dabei die Socken um den Körper rum. Oh. Naja, ich drehe mich mal in die andere Richtung, da habe ich mehr Platz. Also Bein vor und zurück schwingen und die Socken um den Körper rumgeben. Das Ganze auch jeweils 10 Mal pro Seite. Wenn das gut klappt, kann man die Übung auch etwas steigern. Ich habe meine Socke vor dem Körper, ziehe das Knie hoch, strecke das Bein nach hinten, schön ausbalancieren, halten und das Ganze mit der anderen Seite. Knie zur Socke, Bein strecken, ausbalancieren und halten. Das Ganze jeweils 10 Mal pro Bein. Dann nehme ich ein zweites Paar Socken dabei. Jetzt wird es spannend. Ihr steht locker in den Beinen, habt beide Socken in der Hand. Ihr werft die Socken hoch und tauscht die Hände. Socken hochwerfen, Hände tauschen. Hochwerfen, Hände tauschen. Das sieht kompliziert aus, aber ihr müsst euch nur auf eure Hände konzentrieren. Leicht hochwerfen, weil die Socken kommen genau da wieder runter, wo man sie hochwirft. Hochwerfen, Hände tauschen, fertig. Probiert's mal aus, es ist verdammt lustig. So. Gut, dann machen wir noch eine Übung, die auch nochmal für das Gleichgewicht ist. Wir versuchen nochmal eine leichte Standwaage zu machen und übergeben vor dem Körper, also vor dem Kopf, unsere Socken und hinterm Kopf, hinterm Po. Über Kopf, hinterm Körper. Das Ganze 5 bis 10 Mal. Auslockern und dann die Seite wechseln. Erst in die Standwaage kommen, über Kopf. Und hinterm Körper die Socken tauschen, übergeben. Und auslockern. Dann gehen wir nochmal auf der Stelle und versuchen mal 3 bis 5 Mal einfach nur unsere Socken unter dem Knie durchzukippen. Haben wir noch ein wenig Kräftigung bei der Koordination dabei? Könnt ihr auch so 10 Mal insgesamt machen. Und auslockern. 2 Minuten. Okay, gut. Ja, genau, stimmt. Dann haben wir entweder unsere Socken oder unsere Wasserflaschen und machen einfach Knie zum Ellbogen. Das ist die einfache Variante. Wem das zu einfach ist, der versucht einfach mal
Das Ganze 5 bis 10 Mal ohne abzusetzen. Über Kreuz. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ihr seht, ich schwanke auch. Und dann die Seite wechseln. Ja. Und auslockern. Dann noch eine Übung. Am Schluss. Sieht aus wie Schuhblätter in Bayern. Wir versuchen mal. Hand zum Fuß, Hand zum Fuß. Und das ganze Hinterkörper. Hand zum Fuß, Hand zum Fuß. Hinterkörper, Hinterkörper. Könnt ihr mal versuchen, so 1 bis 2 Minuten durchzuhalten. Sieht einfacher aus, wie es ist. Und macht Spaß. Und auslockern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Koordinationsübungen. Bis zum nächsten Mal.